Warte, wir mal ganz kurz hier meine Kamera rausholen. Das höre ich auch nicht zum ersten Mal. So. So, andere Kamera hier. Ganz kleinen Moment, ich muss mich hier vorbereiten. Ja, alles gut. Komm ein bisschen, Schritt nach hinten. Schritt nach hinten. Ja, so. Und mach vielleicht eine coole Pose oder irgendwas. Ja, ich habe noch so ein paar körperliche Schäden. Ich kann meinen Körper noch nicht so benutzen, wie ich es gerne wollen würde. Ja, tatsächlich, so schaust du auch aus, ja. Ja, es ist noch nicht so ganz verheilt alles. Pass auf, dann schau mal wenigstens in die Kamera. Vorne da, wo ich. Schau. Man muss dich ja gut erkennen können. Na, falsche Richtung. 91 Grad nach rechts. Ja. Na, so? Na, nochmal 90 Grad nach links. Ja, irgendwie. Es ist schwierig, warte, ne? Warte mal. Ich muss mich da mal richtig hinstellen. Das ist ja nix hier. Das ist nix. Ja, so ist gut. So ist gut. Perfekt. Sehr gut. So, jetzt einmal lächeln. Ja, mach ich. Das ist alles, was ich kann. Hab ich doch gerade erzählt. Es ist eine lange Geschichte. Oh, perfekt. Okay, jetzt geben wir mal eine kurze Minute, dann poste ich es auf Twitter. Yes. Na, es will nicht. Ja, mein Twitter hängt gerade. Aber richtig. Ja? Ja. Na, gucken wir gerade mal. Meinst du, wenn du da irgendwas was schreibst oder was? Nee, pass auf. Ich hab's gleich. Muss ich nur ein bisschen rumfummeln, ein bisschen Technikkram machen. Ah, okay. So, jetzt mal ganz kurz hier die Kamera schließen. Twitter rausholen, Beitrag verfassen. So, ich habe auch gerade mal was getweetet. Yes. Ah, ist echt. Ah, ist schönes Wetterchen hier. Wie heißt denn du bei Twitter? Wie ist denn dein Nutzername? Ingo Mingo. Ingo Mingo, so wie man uns spricht, ja? Ja, genau. Wie Ingo und dann halt ein M davor. Okay. So, abgesendet. Perfekt. Guck mal gerade mal, was der Schlingel hier geschrieben hat. Cool. Perfekt. Wa? Ja, läuft. Sehr cool. Aber schauen wir mal runter, was der da macht, oder? Ja, machen wir mal eben. Du musst was fragen? Bitte? Wolltest du gerade was fragen? Ja, also... wollt nur fragen, wie du denn dann... also ich meine, du musst ja dieses Bild... Also das hast du quasi in deinem Telefon in der Zwischenablage dann. Das hast du da reinkopiert, oder wie? Sozusagen. Okay. Ich könnte es dir etwas genauer erklären. Ja, das machen wir. Darknet schreiben, aber. Das machen wir mal wann anders. Ist ja jetzt kein dringendes Thema. Ja. Aber du, mal eine andere Frage. Jetzt, wo wir hier oben sind. Na, guck mal, dass wir jetzt gerade mal nur unter. Moment. Nur mal so unter uns zwei mal reden, dass die anderen es nicht hören. Ja. Bist du eigentlich offen für irgendwie mal. Ich sag jetzt mal frei raus, mal was für was Kriminelles oder so? Oder? Puh. Also ich habe schon häufig mit den Gedanken gespielt, weißt du. Also jetzt nichts Konkretes, einfach mal nur so ein bisschen mal so das einfach mal im Hinterkopf behalten. Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich bisher immer ein braver Bube gewesen, ja.
Aber ich habe gemerkt, das ganze Arbeiten hier, das bringt nichts. Genau. Also die ganze Zeit hier Müllwagen rumfahren, das will ich ja auch nicht machen. Ja, da kommt einfach irgendwie ein bisschen zu wenig rum, oder nicht? Ja. Hätte ich, ganz ehrlich, ich hätte lieber hier wie du Sozialhilfe kassieren sollen, ne? Schon auf der faulen Haut rumliegen, hätte ich bestimmt mehr gemacht. Ich sag's, wie es ist. Ich Ja, sag's, wie es es ist. ist Kannst du das. Deswegen, weißt du, ich krieege jetzt hier so 200 die Euro, Bewahrung, 200 Dollar Sozialhilfe am oder? Tag. Also Ja, damit kann man jetzt auch ja. nicht große Sprünge machen. Ja, gut, aber du musst nichts dafür tun, ne? Ja, das ist richtig, aber vielleicht will ich mir auch mal ein schönes Auto kaufen. Und ich muss dir jetzt mal ganz ehrlich sagen, nur mal unter uns zwei, die Karre von Günther ist halt auch nicht die Bombe, ja? Ja, gut. Ist halt ein Und Oldtimer, ne? ich meine jetzt, ja, man kann schon stolz darauf sein, dass die Karre nur 120 fährt, aber ich will halt auch mal was haben, ja? Und da komme ich halt mit 200 Euro am So Tag, einen komme ich halt richtig nicht schönen hin. Sportwagen. Ja, und da kommt man halt einfach mit 200 Euro, Dollar, Yen, was weiß ich, nicht am Tag hin. Deswegen lass uns das einfach mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht finden wir ja irgendwas, was wir in großer Menge bekommen und vielleicht können wir das irgendwie unter die Leute bringen. Ja? Vielleicht finden wir da mal in Also, Zukunft irgendwas. pass auf. Ich bin ein ziemlich guter Fahrer. Ja. Kennst du den Film, diesen einen Baby Driver? Ja, kenne ich, ja. Ich bin Baby Driver hoch 2. Okay, ja. Ah, okay, ich, Also, wenn du jemanden ja, brauchst, der okay. fahren kann, Ich dann. verstehe. Ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Interessant, interessant. Okay. Okay, gut. Ansonsten, wenn du was hast, Leute, das dann notieren wir erzähl mir uns einfach mal deinen eben. Plan. Ich bin diskret. Ja, okay. Gut. Alles klar. Ja, dann haben wir das ja geklärt, ne? Ja, Also, wenn okay. irgendwas mal im Laufen ist oder wenn ich was höre, ich gebe dir auch Bescheid. Ja, okay. Okay. Perfekt. Gut. Freut Alles mich. klar. Also. Aber erstmal noch low, weißt du, low profile. Ja, nee, aber ich hoffe, dass wir beide auch so auf so einem. Also, ne? Ich finde dich sehr korrekt und ich würde dich einfach gern als guten Kumpel, sehr guten Kumpel, ja, als Freund einfach und dass man so Vertrauensding einfach aufbaut. Sehr gut. Sehe ich genauso. Ich meine, du könntest ja sonst wer sein. Ja, aber ich vertraue dir da und dass wir einfach in Zukunft da mal irgendwie. Wir finden schon was. Ich glaube, an dieser Stelle müsste ich dir eigentlich sagen, dass ich vom FIB bin. Ah, okay. Interessant. Nein, Spaß, Spaß. Ciao. Ah, knapp. Knapp. Ich Nein. springe. Nein, alles gut. Alles gut. So, hier. Gib mir mal einen Checkdoor. Ja, mach mal. Yes. Sehr gut. Alles klar. Oh, Na, geht noch nach. irgendwie machst du es nochmal zweimal. Ich weiß auch nicht, was da mit deinem Muscle Meine Memory da los Motorik, die ist. stimmt nicht ganz. Ich glaube, das ist noch das Nachbeben vom Topf vorhin. Ah, okay. Also, ich würde sagen, gehen wir mal runter und schauen wir mal, was die da unten machen, oder? Yes. Erstmal eine Kippe in der Werkstatt rauchen. Also. Ja. Also, Aber aufpassen ist nicht, dass du hier runterfällst. das ist jetzt sehr gefährlich, ne? Okay. Langsam. Ah, jetzt. Hui! Oh, wow. Eieiei. Draufgänger. Bist aber schon so ein kleiner Adrenalin-Junkie, kann das sein? Auf jeden Fall. Oh, schau mal, die Bullen. Bullen. Oh. Oh, dass die uns nicht gesehen haben hier, ein Glück. Wollen wir mal gucken, was der Günther hier macht. Ah, okay. Interessant. Ah, guck mal, das ist doch mal was hier. Hui, ja. Nice. Das ist doch mal was Feines. Das ist aber nicht seine Karre, oder? Nee. Ist das seine Karre? Nee. Der ist drin. So viel Geld hat er doch nicht. Schauen wir mal hier rein. Ah, da ist die alte Schrottkarre da.
Oha, Bruder, was ist da denn eigentlich für ein Script, Mensch? Moin. Hallo, arbeitet jemand von euch? Vom Nebenjob. Nein. Nicht? Okay. Schade. Müllabfuhr. Kann man echt gut als Nebenjob verdienen. Wir wollten das vorhin auch mal machen, wir hatten auch schon so ein Müllauto, aber wie kriegt man dann so einen Job? Über den Muskel F6. Wow. Ah, okay. Oha, Bruder, und was ist das denn hier eigentlich für eine Halle? Falls ihr das mal macht, dann kann man auch, um dass es schneller geht. Wenn man köstliche kann, Halle ist das, Ich schau, ob da genug Luft drin ist. Denke ich da immer. Wenn es mehr als ein Kilometer ist, drücke ich nochmal den Muskel, dann lehnt es ab und sucht einen neuen Auftrag. Und dann kann man mit nochmal drücken, neuen Auftrag. Okay, verstehe. Hey, so kannst du dann halt so lange, bis du einen Auftrag bekommst mit 600 Metern. Okay. Ja, also, gut zu wissen, Mann. Ja, alles gut. Also das Beste, okay, was ich bis jetzt in 10 Minuten sogar geschafft habe, war, oh, da also das Beste, was ich in einer Vollladung geschafft habe. Da hab, siehst du, da ist jetzt noch einer drin. In 10 Minuten 500 ja, ja. Dollar. Ich glaube, das ist der Chef hier. Chef ist im Moment. 500 Dollar ist auch schon okay. Der Praktikant tatsächlich. Ja, für einen Nebenjob ist das echt gut. Was willst du für einen Job eigentlich? Bist du auf dem Strich oder wie? Da kriegst du ein bisschen mehr in 14 Minuten. Erzähl mir mal ein bisschen was über dich. Ich wollte eigentlich LKW-Fahrer werden. Aufkommen. Meister, willst du jetzt die fangen oder nicht? Aber willst du jetzt die fangen oder nicht? Hier, oder? Mach mal die anderen. Die waren ja direkt nebendran, glaube ich. Das waren die. Es waren die helleren, gell? Das sind einfach nur welche, die kannst du noch einfärben. Das sind die, die bleiben so. Na, dann machen wir die. Die? Oh, die Schramme hier, die geht aber auch raus, oder? Nee, die Schramme. Was hast du gemacht? Siehst du doch nicht? Ah, Bruder, Günther? Nee, ich sehe da echt keine. Günther fährt ja schon wieder los, hey. Günther ist aber schon wieder im Dampfzug unterwegs. Ja, so. So, Felgen hätten wir dann auch. Gut, wie viel wäre das jetzt insgesamt schon? 835. Okay, dann habe ich also noch knapp einen Tausender. Oh, nee. Warte, jetzt muss ich nochmal. Nee, dann habe ich noch knapp 800 nochmal. Oh, das sind aber schöne Felgen hier. Was gibt's noch? Die glänzen so geil. Wir könnten noch den Reifenbrauch einstellen. Ah, das brauche ich nicht. Das ist ein altes Auto, das hat grauen alten Rauch. Scheiße. Danke. Kuss für den Follow. Danke. Neon, aber das wäre. Moment. Hier. Ja. Das macht gar keinen Unterschied. Es macht halt designtechnisch, glaube ich, ein bisschen. Ob die gelben Lichter oder die blauen Lichter mäßig. Nee. Ah, moin. Also Max, Standard. Danke, Kuss geht raus. Neon-Licht. Ich lasse dann bei dir auch noch einen Start. Bei dem Auto. Bei dem Auto macht es keinen Unterschied. Achso, nee, ich dachte gerade, hä? Aber du weißt wegen den Infos, die ich hier manchmal in meinem Chat sage, gell? Sitze, ja. Gibt's ne keine. Du weißt wegen den Infos. Die werden nicht benutzt, Budi. Dafür ist der Auto so alt. Okay. Treibstoff, Tank. Kuss geht raus. Hat er auch keine. Ich glaube, das war's schon. Das ist alles. So, für den Zaubi könntest du jetzt noch die Frontstoßstange machen. Ich war gerade eher am überlegen, du hast gesagt wegen Motor. Da muss ich gucken, was es bei dem. Aber da ist tatsächlich, man muss immer so ein bisschen aufpassen. Ne? Also, möchtest du mehr Maximalgeschwindigkeit, dass man das wirklich trennt? Ich finde das krass. Geht auch. Weil man kennt die Infos und man ist dann auch so. Ja, dann müssen wir einen Motor-Upgrade machen und ein Verstehst du, was ich meine? Es gibt Getriebe, gibt ja schon eine schnellere Beschleunigung. Aber und Motor eine höhere Maximalgeschwindigkeit. Geht schon irgendwie. Ah. Weil der fährt ca. 150, packt der gut eigentlich oder so ganz was okay. Was machen die denn mit meinem Auto da draußen? Ich weiß es nicht. Warte mal. Nee, aber Beschleunigung geht eigentlich, also eher, wenn es der Preis überhaupt zulässt jetzt, dann würde ich eher dann den Motor übernehmen. Okay, jo, also. Aber ich denke sogar, es wird jetzt noch zu teuer. Ich kann dir 4 Level-Upgrades geben, also Level 1 bis 4. Okay. Und das Level 4 ist das, was halt am meisten lohnt, das wären halt knapp 10.000, 11.000. Ja, das habe ich halt jetzt nicht. Kann dir jetzt Level 1 Upgrade geben, aber das macht dir vielleicht 10, wenn überhaupt 10. Ja, nee, dann machen wir lieber das Design fertig. Dann beim nächsten Mal, ja? Ja. Aber kannst du vielleicht kurz gucken, wie viel gerade Getriebe und Motor dann gleich, bevor ich dann gehe, wie viel das beides zusammen kosten würde? 15.000, 20.000 circa. Was ist das für eine Schrottlaube hier? Hallo, ja, kann ich das reparieren lassen hier, bitte?
Das ist aber nicht. Ja, ich arbeite hier nicht. Du musst du den da im Auto fragen, aber der ist, glaube ich, gerade schon beim Kundengespräch. Muss nicht machen soll. Aber es ist ganz schön.